Hallo Leute, hier ist wieder Rancor Team Productions und heute mit unserem neuen Mock. Ja, es spielt auf Kashyyyk und ist eine Contest-Einsendung für sehr viele Conteste, die du jetzt mal kurz vorlesen kannst. Ja, einmal für die zweite Runde von Rancor Productions 21, dann für LEGO Star Wars League 3-3 den VIP-Contest, für die zweite Runde von LEGO Star Wars League 3, für die vierte Runde von Devin 3728, für Link Stars zweite Runde, für Gangnam Style 2000 erste Runde und für Knills 07s Mock-Turnier die zweite Runde. Genau. Ja, und bei diesem Mock haben wir uns echt viel Mühe gegeben. Wir haben unsere neue Pick-a-Brick-Bestellung eingebaut. Ja, und dann fangen wir einfach mal an. Ja, jetzt hier vorne mit dem Strand. Ja, da sieht man den Strand halt. Kann man gut sehen, da ist ein Fluss, aber diesmal nicht durch. Wir haben das diesmal anders gemacht, dass der so endet. Das sieht sehr gut aus mit dieser Technik. Diesmal haben wir das auch so gemacht, dass wir die Steine einfach nur da reingestellt haben und nicht so auf den Boden gestellt haben. Das sieht sehr gut aus, so reißende Strömung sieht das ein bisschen aus. Ja. Ja. Dann hier vorne kann man sehen, gut bepflanzt, alles schön detailliert. Mit Dasen kommen zwei Rookies. Im letzten Mock hatten wir ja keine, jetzt habe ich die ja dabei. So, dann kann man sehen, hier ein Baum. Ja, Baum. So sehen die alle aus, nur manche sind größer und schöner. Ja, da. Ja, dann kommen wir langsam hier. Dann geht der Strand halt über in den Wald. Und ja, diesmal auch ganz fette Bäume. Und ja, dann. Ja, also hier ist halt ein fetter Baum, hinter dem die Klone, die da aus dieser Basis kommen. Die übrigens diesmal sehr architektonisch gut gelungen ist. Mhm, sehr gut. Ja, mit dieser schrägen Dach da vorne und den Fenstern und auch das Tor ist schräg, ja. Und da ist da noch ein ziemlich großer Baum und ja, auch da auch noch so ein kleiner. Ja, und sonst hier ist überall bewachsen und da steht noch ein guter alter Freund von uns. Kennt ihr ja schon aus unserem letzten Kashyyyk-Mock. Dann da ist so eine kleine Erhöhung. Und jetzt hier über Pflanzen wieder, Detaillierung und da hinten ist noch so ein komischer Generator-Dings. Irgendwas. Ja, das führt dann dahin, über dieses Rohr, was an der Basis entlang geht, da noch so eine Antenne und da halt so ein Kontrollpanel, um halt die Tür zu öffnen. Ja, und hier sind halt auch noch so ein Rohr. Da ist auch noch so ein Rohr und da vorne sind halt noch so Pflanzen, die da an der Basis hochgewachsen sind. Ja. Okay, und das Dach ist halt auch wieder schön mit Snot-Technik gemacht, schön flach. Ja, mit Bewachsenen drauf. Sieht genau. Sehr cool aus. Also dieses Mal echt gut gelungen. Und ja, dann sieht man da vorne auch noch Antennen, Funke. Genau, Schildgenerator, das große da, dann da so eine Antenne. Keine Ahnung, ein Satellitenschüssel noch. Ja, auf jeden Fall. Dann kannst du ja noch mal ein bisschen die Bäume zeigen. Genau. Ja, also dass diese Baumkronendinger, wenn sich die einer bestellen möchte, aber nicht sicher ist, ob es sich das lohnt, die kann man nur empfehlen. Die sind wirklich richtig gut. Ja, und dann kommen wir mal zu der Basis. Ja, also zuerst hier halt vorne das mit diese Scheibe, die sehr gut gelungen ist. Und dann kommen wir auch direkt mal zu der Tür. Die lässt sich nämlich zuklappen. Was ist das denn jetzt hier? Kannst du das mal machen? Nee, ich kann es versuchen. Das klingt jetzt ein bisschen. So, jetzt haben wir das aber. Oh. Fail. Da ist was vom Stein abgefallen. Naja. Okay, auf jeden Fall, ich glaube, ihr. Ja, so sah das dann, sieht das dann aus, wenn es zu ist. Sieht jetzt ein bisschen behindert aus. Wegen dem Stein, der da eingebrochen ist. Ja, egal. Auf jeden Fall ist das halt gerade auf. Und dieser Klon läuft da gerade noch raus. Ja, es sind diesmal eigentlich nicht so viele Klone. Hier ist schon einer tot. Hier auf die Drohnen sind wir gar nicht so genau angegangen. Die sind schon die erste Reihe, die sind schon alle abgeschossen.
Und ja. Dann kommen wir noch mal ganz kurz hier zur Basis. Innen. Ja, erstmal noch hier zu den Klonen. Die suchen halt hinter diesem Baumdeckung. Und schießen auf die Drehen und die laufen halt noch. Ja. Okay, und dann kommen wir jetzt zur Basis. Ja, da kann man also fangen wir am besten rechts hinten an. Da sieht man Betten. Die sehen sehr cool aus. Also wenn ihr von irgendwas in unserem Mox ein Tutorial haben wollt, könnt ihr uns überlegen. Und vielleicht machen wir das dann, wenn das mehrere haben wollen. Ja, dann sieht man so Abdeckungen, also so Zäune. Zäune, genau. Und halt Computer da kann man sehen. Da auch, genau. In so einer Schräge halt. Dann kommen wir hier so zu so einem Tisch. Und da, wo die Leitern nach unten gehen, dann sieht man auch nochmal sehr detailliert. Ja. Unten kommen wir hin, da stehen halt Bugs wieder. Da. Zwei und da unten noch einer. Und das ist halt so ein Weg. Und ja. Okay. Da geht es nochmal raus dann zur Tür. Und hier ist es auch halt mit dem Zaun in so einer Schräge. Ja. Okay. Dann, wir möchten uns auf die Lichtverhältnisse etwas entschuldigen. Es ist schon 0 Uhr noch was. Jo. Und wir müssen uns auch noch einwenden. Oder kurz vor 0 Uhr, glaube ich. Auf jeden Fall, wir müssen uns noch einwenden. Und tun wir nochmal das Dach drauf. Ja. Ja. Jetzt kriegt ihr noch mal so einen kurzen Overview. Wenn ich das jetzt mal hinkriege, da drauf zu machen, oder wenn ich zu blöd bin dazu. So. Ja. Also das ist noch mal das ganze Mock, noch meine Übersicht. Es ist riesig, Hammer und richtig detailliert. Ja, also wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt auch einen Daumen hoch. Und wenn nicht, dann gebt einen Daumen runter, genau. Und begründet es. Genau, begründet es bitte, damit wir wissen, was wir natürlich dann, wo wir beim nächsten Mock mehr drauf achten müssen. Ja. Ja. Und okay, dann abonniert, kommentiert genau. Und bewertet. Und abonniert all die Leute, die in der Beschreibung stehen und klickt auf die Links. Ja. Tschüss. Ja.